waren das schon absolute Spitzenspiele. Das ist natürlich ein Leckerbissen, der uns hier erwartet. Man spürt auch bei den Zuschauern hier im Stadion die Vorfreude. Der FC Bayern muss gar nicht so viel anders machen heute, nach dem jüngsten Auswärtserfolg, als man es mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte. Ja, war eine ziemlich knappe Angelegenheit, dieses 3:2. Aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich wieder den Sieg sichern. 2012 hatte der FC Bayern die Riesenchance. Europacup-Finale im eigenen Wohnzimmer hier in der Allianz Arena. Ja, du hast es kommentiert, Wolf. Am Ende durfte der Gegner jubeln. Am Ende musste man mit ansehen, wie Chelsea den Pokal in den Himmel streckte. So gehen es die Bayern also heute an. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurichten. Und so tritt der BVB heute also an. Buschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer-Mittelfeld. Und vorne der Alleinunterhalter, aber der bekommt Unterstützung. Rafinha. Die Bayern im Vorwärtsgang. Und die Chance. Da ist die Flanke. Türki ohne große Probleme. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen. Und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Batshuayi. Und das ist der Ballverlust. Rodriguez. Sie müssen irgendwie versuchen, James aus dem Spiel zu nehmen, sonst ganz schwer. Ja, wenn der Kolumbianer seine Freiheiten hat, dann nutzt er sie auch. Das Tor gefährlich, das Auge für die Mitspieler. Also ich will da nicht der Gegenspieler sein. Rafinha. Wagner. Aufpassen. Fairer Einsatz hier. Sandro Wagner. Und jetzt die Chance. Gut verteidigt. Die Möglichkeit. Jetzt vielleicht. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Wichtiger Treffer für die Bayern. Sie sind vorne. Und Jain. Batshuayi. Jetzt wird's gefährlich. Abwehr hat aufgepasst. Sie machen Druck. Chance auf den Ausgleich. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt.
Reus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wird's jetzt gefährlich? Korrekte Entscheidung, da war er, wenn auch knapp, im Abseits. Chance werden. Super dazwischen gegangen. Jetzt können sie den Angriff starten. Das sieht vielversprechend aus. Sebastian Rode. Juri Schein. Jetzt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ecke für den BVB. Jetzt kommt die Batshuayi. Hummels. Wagner. Rafinha. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Jetzt nochmal die Bayern. Und die Flanke. Szene geht weiter. Und Jain. Über Reus könnte was gehen. Thiago mit viel Druck nach vorne. Thiago mit der Chance. Thiago! Der nächste Treffer für die Bayern. Und wir merken das ja am Jubel, wie wichtig dieses Tor ist. Die Frage, was macht der BVB jetzt? Da passt er gut auf und dann ist er einfach gedankenschneller als die anderen. Der Abschluss dann nur noch Vorteil. Hier nochmal dieser Treffer. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Weigel. Rode. Batshuayi. Guerrero. Nuri Sahin am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da holt er den Ball zurück. Bernat. So langsam wird's gefährlich. Der Torwart kommt. Thiago! Die Bayern mit dem Tor! Schauen wir nochmal drauf, auf den Treffer vom FC Bayern. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern.
Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Weigel. Jetzt Schein. Fängt diesen Ball ab. Die Bayern im Vorwärtsgang. Thiago mit der Chance. Wie macht er den denn rein? Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Tor Nummer 3. Klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Nuri Sahin am Ball. Ballverlust. Er lässt sich da nicht aufhalten. Jetzt müssen Sie aufpassen. Guerrero. Florenzi. Weigel. Vorteil für den FC Bayern. Und jetzt Freistoß gegen Dortmund. Rafinha. Lewandowski. Jetzt könnte es gefährlich werden. Lewandowski mit der Chance. Jetzt wird es hier Eckball geben. Da kommt die Ecke. Und Tor! Lewandowski macht's! Torgefährlich wie immer, so kennt man ihn. Nutzt hier die Möglichkeit. Klasse! Die Münchner sind also erfolgreich. Ja, da sieht man's, das Training zahlt sich aus, Wolf. Das war eine richtig gute Ecke. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Florenzi. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Ja, da ist Platz jetzt. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und jetzt der BVB. Florenzi. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Rode. Klasse Aktion, Ball ist weg. Florenzi. Götze. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Das ist noch gefährlich. So, Buschi, Pause in diesem WM-Viertelfinale. Und Thiago mit viel Druck nach vorne. Thiago mit der Chance. Da haben wir den Wiederanpfiff. Die zweiten 45 Minuten in dieser Viertelfinalbegegnung laufen. Weiter geht's im deutschen Pokal. Viel Spaß. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Das war einfach und er hat den Ball. Das ist Reus. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Da setzt er sich gut durch. Da geht er dazwischen. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Nuri Sahin am Ball. Und jetzt gehen sie über die Flügel.
Und das ist der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Das ist der Treffer! Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Da kommt ihm seine ganze Technik zugute. Ganz stark im 1 gegen 1. Aber Wolf auch nicht wirklich gut verteidigt. Und so gibt es dann das Gegentor. Weigel. Fängt diesen Ball ab. Batshuayi. Rode. Nuri Sahin. Und Reus. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Mario Götze kommt ins Spiel. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Da haben die Bayern Platz. Unaufhaltsam. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Ecke kommt. Bei Arturo Vidal könnte sich ein Wechsel anbahnen. Beim Chilenen sieht es danach aus, als würde er zu Manchester City wechseln. Das sollten wir aber noch mit Vorsicht genießen. Gab ja noch keine offiziellen Statements. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das frühe Stören jetzt. Da steht die Abwehr sicher. Götze. Kombuschi, auf ein Wort zu Mario Götze. Er gehört zu der Kategorie Spieler, denen man besonders gerne zusieht. Technisch enorm stark, wendig, trickreich. In Topform kann der ein Spiel alleine entscheiden. Lewandowski. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den Ball hat er. Einwurf für die Bayern. Die Flanke kommt in Richtung Lewandowski. Das wird Abstoß geben. Weigel. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. Ballverlust. Götze bringt den Ball nach vorne. Gut aufgepasst. Kagawa kommt rein in die Partie. Götze am Ball. Da muss er hin und holt sich den Ball. Rudi. Da müssen sie aufpassen jetzt. Ganz energisch. Geht er rein? Er war noch dran, gibt Ecke. Erstmal raus damit. Neuer mit der Faust dran. Starke Leistung bisher. Noch kann er alles abwehren. Schöne Aktion. Guter Ball vom BVB. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Götze. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Super dazwischen gegangen. Da trennt er ihn vom Ball.
Ja, sie gehen da jetzt auf Thiago. Nun Mats Hummels. Rudi. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Das ist ein Foul, Freistoß. Florenzi. Weigel. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Guerrero. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Und jetzt die Chance. Das war dann doch deutlich drüber. Jetzt James. Eine der überragenden Qualitäten von James Rodriguez ist seine große Übersicht. Ja, sensationelles Auge für die Mitspieler und er trifft fast immer die richtigen Entscheidungen. Abgewehrt vom Torwart. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. Jetzt Marco Reus. Guerrero. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wagner. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Das Spiel geht in die letzten Minuten. Die Bayern werden diese Partie wohl gewinnen und die Fans, die feiern schon. Wolf, das kann ich gut nachvollziehen. Die drei Punkte hier sind so gut wie sicher. Da sollte nichts mehr passieren. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. 6:0 der aktuelle Stand, ein echter Kantersieg also, aber mit wem bekommen sie es dann eigentlich als nächstes zu tun? Der Gegner in der kommenden Partie für die Münchner, er heißt FC Schalke 04. Wenn sie da so spielen wie heute, dann sieht es gut aus. Unter Druck. Thiago. James Rodriguez. Und es bleiben noch 5 Minuten. Jetzt nochmal die Bayern. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Und Reus. Batshuayi. Reus. Über Reus könnte was gehen. Das gibt die Abstoß. Götze. Thiago. Rudi. Und nun Götze. Götze. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Technik. Bernat. Gutes Pressing jetzt. Götze. Julian Weigel. Jetzt vielleicht. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor.
Rafinha. Und das war mal eine ordentliche Packung, die sie sich hier abgeholt haben. 6:0 der Endstand. Extrem einseitig die Nummer. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationell. Sie haben es geschafft. Bis ins Halbfinale, sind fast am Ziel angelangt. Und was sie jetzt brauchen, ist Nervenstärke und Selbstvertrauen. Ja, und Wolf, genau das hat diese Mannschaft. Sie bleiben konzentriert und denken von Spiel zu Spiel. Thiago mit viel Druck nach vorne. Thiago mit der Chance.